Bidibidiba, hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Oliver und es gibt wieder ein neues Video zu Raid Shadow Legends, in dem ich mich mit dem Energiehaushalt beschäftigen möchte und euch so einen Weg zeigen möchte, wie ihr am besten oder am effizientesten mit eurer Energie umgeht, egal ob ihr jetzt Free-to-Play seid oder wie ich ab und zu mal ein Paket kauft für die Energie-Refills. Wie ihr das vielleicht am besten einsetzt und so weiter, das zeige ich euch gleich im Video und erkläre ich auch, warum das so ist. Falls ihr euch fragt, warum ich so komisch rede oder warum meine Stimme so komisch rüberkommt, nein, ich habe nichts am Mikro gemacht. Ich hatte letztens einen Schnupfen und er hatte sich auf meine Stimme gelegt und meine Stimme war weg und ist immer noch nicht ganz wieder da. Das hatte ich auch in den Community News geschrieben auf meinem YouTube-Kanal, also da steht es dann auch nochmal dabei. Ja, ansonsten springen wir dann gleich mal ins Video. Es geht um Mathematik. Ja, bei meiner ganzen Energieverwendung bzw. beim Kauf meiner Energie kam mir am Anfang gar nicht so die Gedanken darum, wie ich am besten effizientesten meine Energie nutze. Das kam ja erst jetzt später, weil mir dann aufgefallen ist, ich verwende immer so viel bei Minotauros und dann habe ich für den Drachen vielleicht nicht mehr. Und bei den Events brauche ich auch so viel Energie, aber brauche ich die? Muss ich die unbedingt kaufen oder kann ich das noch ein bisschen rauszögern, bis ich kaufe? Dann kann ich nämlich Geld sparen und wenn es um Geld geht, kommt bei mir der kaufmännische Teil wieder durch. Ja, ich bin Reiseverkehrskaufmann. Also ich habe was Kaufmännisches gelernt früher und da muss ich natürlich ein bisschen mit Zahlen jonglieren und dann komme ich immer auf solche Sachen. So, und jetzt gucken wir mal ganz kurz rein. Also im Spiel ist es so, das könnt ihr auch nachvollziehen, wenn ihr spielt, dann könnt ihr sehen, wie oft sich ein Energiepunkt nachfüllt. Das heißt, ein Energiepunkt füllt sich alle 3 Minuten nach. Den Rechner machen wir mal weg, weil wir müssen uns ganz kurz merken, wie ich da drauf komme. Also, 3 Minuten, machen wir mal ein M, ist gleich ein E. Das E steht für Energie, das M steht für Minuten. Das heißt auch, dass 30 Minuten, na genau, 10 Energie sind. Jawohl, jetzt machen wir das mal so wie in der Schule. So, das heißt, also 3 Minuten ist 1 Energie, 30 Minuten sind 10 Energie und wenn ich 2 mal 30 habe, habe ich 60 Minuten, das ist 1 Stunde. Das heißt, 60 Minuten sind gleich 20 Energie, weil es das Doppelte ist, ne? Von 30 logischerweise. Also 30, 60 ist doppelt, 10, 20 ist doppelt. Das heißt, in einer Stunde kriege ich maximal 20 Energie gratis zurück. Ja, und wir haben ja einen Tag, der hat quasi 24 Stunden. Und wenn ich 24 Stunden, beziehungsweise wenn ich 20 Energie auf diese 24 Stunden rechne, kriege ich 480 raus. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht im Kopf verrechnet, da können wir gleich nochmal gucken. Also das heißt, täglich kann ich gratis Energie nur maximal 480 Energie haben und auch nur gesetzt dem Fall, ich verbrauche sie sofort, sobald sie sich wieder komplett aufgefüllt hat oder ich verbrauche sie immer am laufenden Band, diese Energie. Und das ist eben so ein Thema, diese 480 Energie sind nicht das Einzige, was ich am Tag an Energie bekommen kann. Und das gucken wir uns gleich auch nochmal im Spiel an. Also es gibt noch 2 Möglichkeiten, noch mehr Energie zu bekommen und ich sage euch auch, warum es nicht unbedingt Sinn macht, Level 60 zu sein. So, also wir sind jetzt hier im Spiel. Ihr seht auch, das hier ist meine Maximalenergie. Ich kann 130 maximal bekommen, weil ich Spieler Level 60 bin. Jemand, der ein geringeres Spielerlevel hat, hat eine geringere Maximalenergie. Aber das spielt eigentlich für uns tatsächlich gar keine Rolle. Man kann zwar seine Energie auch überfüllen, aber warum das keine gute Idee ist, darauf komme ich jetzt gleich nochmal. Das heißt, wir können mehr als die 130 Maximalenergie haben, unendlich viel, glaube ich, keine Ahnung, wie weit das geht, vielleicht bis 99.999, weiß nicht, ob es mal jemand ausprobiert hat, aber auf jeden Fall könnt ihr wirklich fast bis unendlich viel Energie hier noch maximal draufhauen. Plus, dann regeneriert sich halt keine Energie mehr, sondern erst wenn ihr wieder unter die 130 oder 120, je nachdem, was es bei euch ist, dann fallt, dann fängt es an, sich wieder zu regenerieren. Und wir wollen ja, dass die Energie sich immer wieder konstant regeneriert, weil wir nur so auf die 480 Maximalenergie, die wir am Tag haben können, kommen. Und dafür gibt es dann zum Beispiel auch noch weitere Sachen, die uns helfen, Energie täglich aufzufüllen, die wir gratis bekommen können. Zum Beispiel durch eine Mission, da können wir Energie bekommen, eine tägliche Mission. Kämpfe 5-mal in der Arena.
da kriegt man auch eine Energie-Potion dafür. Allerdings, wenn man das anklickt, wandert die nicht in euer Inventar, wie es bei Käufen ist. Nein, die wird nämlich direkt auf eure Gesamtenergie gutgeschrieben. Das heißt also, selbst wenn ihr diese 5 Kämpfe in der Arena gemacht habt, dann wartet erstmal ab und holt es euch nicht sofort, auch wenn es da einen kleinen roten Punkt unten gibt, dass ihr was abholen sollt oder so. Wartet erstmal, bis ihr eure Energie verbraucht habt, holt sie dann, füllt sie euch bis 130 wieder auf und kämpft dann weiter. Warum? Weil ihr schon während eines Kampfes theoretisch Energie wieder regeneriert. Also ihr füllt quasi euch auf 130 auf, macht dann Dungeons, macht Kampagne oder Autofarm, wenn ihr noch welche zur Verfügung habt. Und während ihr das aber macht, vergeht ja auch Zeit. Und die Zeit regeneriert wieder Energie. Das heißt, ihr kriegt ja trotzdem alle 3 Minuten wieder einen Energiepunkt gut geschrieben. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel wieder 30 Minuten farmt und Energie verbraucht, kriegt ihr aber trotzdem ja diese 10 Energie schon wieder gut geschrieben. Das heißt, ihr habt wieder 10 Energie gut gemacht dadurch. Das heißt, deswegen nicht überfüllen. Ja, und erst die Sachen abholen, wenn ihr sie abholen müsst. Diese täglichen Quests erneuern sich jeden Tag. Momentan ist es um 1. Im Sommer, zur Sommerzeit ist es um 2. Also es hat jetzt durch die Winterzeit gewechselt. Da wird es sozusagen wieder resettet, dass diese täglichen Kampagnen sich resetten. Und außerdem, durch diese Spielzeitbelohnung von einer Stunde kriegt ihr auch so eine Potion, die wieder nicht in euer Inventar wandert, sondern euch auch wieder direkt gut geschrieben wird. Das heißt, wenn ihr noch Energie übrig habt, die ihr verbrauchen wollt, dann macht es, bevor ihr das holt. Das ist ganz einfach eigentlich. Ansonsten, wenn ihr Käufe habt wie die hier, dann seht ihr, dass zum Beispiel eine Energie-Potion 91 Tage noch gültig ist. Da habt ihr Zeit. Ja, da wisst ihr, ah, okay, noch 91 Tage, vielleicht kommt noch irgendein Event oder sowas, wo ich das dann gebrauchen könnte. Aber selbst das ist kein Grund, jetzt zu sagen, ich hole mir die alle schnell, bunkert die, damit sie nicht verfallen, damit ich es nicht vergesse oder so. Das habe ich nämlich immer gemacht. Ich habe die immer alle geholt, hatte die gebunkert und hatte aber keine Gratis-Energie mehr, die mir irgendwie gut geschrieben wurde. Weil so kann ich eigentlich als jemand, der zum Beispiel Käufe tätigt für Energie, auch nochmal diese Energie aus Käufen optimieren, maximieren und länger halten lassen. Also meine Energie hält dadurch auch länger, indem ich diese 480 Gratis-Energie plus die täglichen Aufgaben plus diese Spielzeitbelohnung hole. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich 120 Energie habe, habe ich nochmal die 480, die ich ja standardmäßig habe, und dann habe ich nochmal 240 Energie, die da oben drauf kommt. Also wie gesagt, ich gehe mal von dem Stand von 120 aus, weil ich denke, so Level 50 rum wird jeder ungefähr dann irgendwann sein. Dann habe ich 720 Energie, die mir tatsächlich täglich nochmal zur Verfügung steht. Je nach Spielerlevel. Wie gesagt, wenn ich jetzt 130 habe, dann sind das nochmal 20 mehr, da habe ich halt 740. Aber bei anderen ist es ein bisschen weniger. Aber trotzdem steht mir sozusagen, sagen wir mal, rund 700, 740 Energie jeden Tag zur Verfügung, die ich ausgeben kann. Und das bringt uns dann später auch wieder Richtung Fusionsevent. Wie kann ich vielleicht bei einem Fusionsevent mir den Helden holen, ohne zu viel Energie auszugeben? Reicht meine Energie eigentlich? Aber das beantworte ich dann noch in einem anderen Video, wo es dann um das Fusionsevent selber geht, wo es um das Aufleveln von Champions und so weiter geht, wie viel Energie man dann benötigt, um bestimmte Level zu erreichen, um vielleicht bestimmte Fortschritte in dem Event zu machen und so weiter. Warum bin ich jetzt nicht nochmal auf die wöchentlichen oder monatlichen Quests eingegangen? Ja, auch da gibt es Energiebelohnungen, aber da kann es passieren, dass man bei einem Event die vielleicht schon abgeholt hat. Wenn ihr aber wisst, dass zum Beispiel im Dezember steht ein Event an und ihr habt eine monatliche Belohnung, dann lasst die einfach im Dezember so lange stehen, bis ihr im Event seid, und dann habt ihr extra Event-Energie, weil auch in den Events selber kriegt ihr auch meistens bei bestimmten Abschnitten nochmal extra Energie, und auch die könnt ihr genauso nutzen. Also wie gesagt, erst verbrauchen, auf 0 gehen, die nächste Energieeinheit holen, wieder auf 0 gehen, die nächste Energieeinheit holen, so dass ich immer wieder ein konstantes Erneuern der Energie habe und nicht zu viel von dieser 480 gratis Energie, die ich am Tag habe, verschenke. Soweit meine Denkweise. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler in meiner Denkweise. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will, weil wenn ich 1000 Energie angespart habe und die sind über meine Gesamtenergie und ich farme den Minotaurus, hätte ich ja trotzdem mehr als 1000 Energie haben können, selbst wenn es vielleicht nur 10, 20, 30 Energiepunkte sind. Aber wenn ich 1, 2 Stunden Minotaurus farme,
habe ich ja trotzdem 20, 40 Energiepunkte, die ich noch hätte bekommen können währenddessen, extra zu meinen 1000, wenn ich nicht alle 1000 gleich aufgeladen hätte, sondern wenn ich erstmal, wie gesagt, 130 gemacht hätte, hätte dann wieder neu aufgeladen mit dem, was mir vielleicht zur Verfügung steht und so weiter und so fort, wäre mir immer wieder die Aufladung gegangen. So bin ich halt effizienter in der Energie, so kann ich viel mehr aus meiner Energie rausholen und so kann ich vielleicht nochmal 2, 3 Runs mehr machen, als ich hätte mit meinen 251.000 oder was auch immer Energie, die ich überladen habe, machen konnte. Ja, ich hätte also mehr Runs für mehr Energie machen können in fast derselben Zeit sozusagen. Von daher ist es sinnlos, die Energie an sich zu überladen. So meine Denkweise. Korrigiert mich, wenn ich mich irre. Ja, man kann natürlich ansparen, weil es gibt Events, die sind besonders schwer und das ist ein Ausbildungsevent und das kostet wieder Energie und die EPs und so weiter. Aber es gibt auch EP-Gebräu und sowas, das muss man auch nochmal bedenken. Also EP-Gebräu zählen ja zum Beispiel auch bei solchen Events und es ist vielleicht sinnvoller, einen Feuerritter und einen Drachenwettbewerb die 600 Punkte zu holen und sich die EP-Gebräu zu holen, als dann später im Event die Energie für Kampagne oder sowas zu verbrauchen. Das könnt ihr euch auch mal überlegen. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Energie zu holen aus Aufgaben, Missionen, Herausforderungen, Events. Verbraucht sie so gut ihr könnt, wie gesagt, auf Null gehen, damit ihr immer wieder regelmäßig Energie regeneriert. Holt euch erst dann wieder neue Energie, die ihr irgendwo vielleicht angespart habt oder wo ihr irgendwas abgeschlossen habt. Guckt, dass die Energie nicht irgendwie ein Verfallsdatum hat. Also zum Beispiel bei den täglichen Quests holt es euch wirklich dann ab, wenn ihr sie braucht. Aber wartet nicht zu lange, dass es dann der nächste Reset kommt, weil dann ist die Energie weg. Ja? Am Anfang ist das vielleicht noch relativ einfach mit der Energie. Da denkt man, man hat massig Energie übrig. Aber wartet lieber ab, lasst sie ein bisschen in, wie gesagt, da liegen, wo ihr sie habt. Bei Aufgaben laufen sie euch zum Beispiel nicht weg, bei Herausforderungen laufen sie euch nicht weg, die könnt ihr dann abholen. Gut, ihr könnt in der Zeit vielleicht nicht mal eine andere Herausforderung machen, aber Energie ist sehr wertvoll. Ich hoffe, dieses energiegeladene Video hat euch weitergeholfen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und vielleicht sogar ein Abo. Und wenn ihr schon das Abo da lasst, dann vergesst nicht, die Glocke zu läuten, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Tschüss.